möchtest du einfach mal ganz kurz die Basics erwähnen, kurz drüber fliegen und dann können wir vielleicht ein bisschen Was das tiefer ist? reingehen, genau. Klar, klar, kann ich gerne machen. Ja, was sind ETFs? ETFs sind Exchange Traded Funds. Klingt ziemlich fancy. Im Endeffekt sind es aber nur Investmentfonds, die in eine gewisse Assetklasse investieren, überwiegend Aktien. Also die meisten ETFs, wenn wir von ETFs reden, reden wir vermutlich immer von Aktien-ETFs. Also wenn wir das jetzt so Genau. allgemein benutzen. Aber es gibt auch andere ETFs, also die in andere Assetklassen investieren. Es gibt sogar gemischte ETFs in verschiedene Asset-Klassen, aber wir reden in der Regel von Aktien-ETFs. Und Exchange-Traded heißt einfach nur, dass diese Fondsanteile an der Börse gehandelt werden. Normalerweise, wenn man einen klassischen Investmentfonds kauft, kauft man den ja von der Fondsgesellschaft und gibt den auch an die Fondsgesellschaft wieder zurück. Ja, man kann die auch heute über die Börse handeln, aber ursprünglich war das so die ETF-Idee. Und der Vorteil von einem Exchange-Traded-Fonds ist halt, dass er passiv ist. Das bedeutet, er macht nur das, was er machen soll, also das, was im Fondsprospekt drinsteht. Er bildet einen Index ab. Diese Indizes kann man ja nicht kaufen. Du kannst ja nicht sagen, ich kaufe jetzt ein Stück vom DAX oder vom SMI oder welchem Index auch immer. Und um das möglich zu machen, also von der Performance von einem Index zu profitieren, dafür sind ETFs entwickelt worden. Es gibt Alternative zu ETFs, das sind sogenannte Indexfonds. Das heißt, es handelt sich dabei um Investmentfonds, die nur so einen Index abbilden, die nicht unbedingt börsengehandelt sind. Dazu zählt zum Beispiel ziemlich viele Vanguard-Produkte. Vanguard hat damit angefangen. Aber im Endeffekt sind diese beiden Produkte dasselbe. Also für einen langfristigen Anleger ist es eigentlich egal, ob du jetzt einen ETF oder einen passiven Indexfonds kaufst. Und die Idee von der ganzen Strategie ist halt einfach zu sagen, okay, ich verhindere das Thema Stockpicking. Ich habe keine Zeit, keine Lust, keine Expertise, mir Einzelaktien herauszusuchen, sondern will einfach nur global vom weltweiten Wachstum profitieren, vom Wirtschaftswachstum. Und deswegen investiere ich dann halt in den Markt. Und so ein Markt wird abgebildet durch einen Index. Also ich habe jetzt ja eben in den Vanguard FTSE All World investiert. Das ist ja ähnlich wie der MSCI World. Und da hat man ja wirklich tausende von Unternehmen branchenweit, weltweit verteilt. Und ich glaube, das ist, also eben, ich bin kein ETF-Experte, aber ich glaube, das ist wirklich einer der breit diversifiziertesten überhaupt, die man so haben kann auf dem ETF-Markt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Mega günstig, ja. Er hat einen Vorteil, dass er mega günstig ist. Einer der dicksten Fonds überhaupt, also weltweit. Ich weiß nicht, wie viele drin sind. Ja. Vielleicht, um das Ganze mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Das Ding heißt ja Vanguard FTSE All World. Ja. Und Vanguard ist halt nur der Produktanbieter. Also es ist derjenige, der den ETF auflegt. Ja. Und FTSE All World ist der Index, den er kopiert. Ja. Oder den er abbildet, nicht kopiert. Ja. Und du hast ja ein Äquivalent. Häufig sprechen wir zum Beispiel auf unserem Kanal über das Thema MSCI World oder MSCI Emerging Markets. Und der Äquivalent zum FTSE All World ist der MSCI ACWI, All Countries World Index. Ich vermute, dass Vanguard sich hier für die FTSE-Variante entschieden hat, weil es vermutlich günstiger ist. Ich meine, gerade Informationen von einem Indexanbieter zu bekommen, ist für einen ETF relativ teuer. Das ist einer der größten Kostenpunkte. Das heißt, wenn du einen ETF auf zum Beispiel ein MSCI-Produkt anlegst oder FTSE, dann zahlst du ja für zwei Dinge. Erstens mal, dass du deren Namen benutzen darfst. Und zweitens, dass er die Daten bekommt. Mhm. Wie entwickelt sich der Index? Was ist da drin? Welche Aktie fliegt raus? Welche Aktie kommt rein und so? Und von daher ist der Vanguard FTSE All World echt eine super gute Alternative, wenn du die gesamte Welt abbilden willst. Also vergleichbar mit dem MSCI ACWI. Da ist mir bei mir halt so die Frage, ich habe jetzt den Vanguard FTSE All World. Ja, der bildet ja wirklich sehr viel ab auf der ganzen Welt. Wie ist das jetzt? Lohnt sich das überhaupt, wenn ich dann sage, noch, ich möchte noch branchenspezifisch hier noch so ein ETF, hier noch so ein ETF, aber das macht ja dann gar keinen Sinn mehr irgendwie, weil dann wäre ich ja dann, hätte ich eine Overexposure vielleicht in irgendeiner Branche oder geht das dann nicht irgendwie dann vom Sinn vom ETF weg, weil dann habe ich vielleicht 10 ETFs oder so, die verschiedene Branchen abdecken und dann noch den Vanguard FTSE All World und dann habe ich irgend so ein, keine Ahnung was, ja, also macht das überhaupt Sinn oder sagt man sich, hey, man nimmt halt 2, 3, 4 ETFs und das reicht dann oder wie ist das da? Ja, kommt immer darauf an, wie du die Mischung machen willst. Also das, was du sagst, ist eigentlich gar nicht, ist eigentlich voll richtig und viele Anleger machen auch diesen Fehler, sagen zum Beispiel, ich baue mir ein Portfolio auf MSCI World und mische mir noch ein bisschen einen ETF auf den S&P 500 dazu. Und damit kreiere ich mir halt ein sehr starkes Overexposure, was die was Amerika angeht, also die Vereinigten Staaten. Ja. Weil im MSCI World habe ich 60% Staaten drin und im S&P 500 100%. Das heißt, mein Gesamtportfolio steigt auf, keine Ahnung, je nachdem, wie ich sie mische, auf 80, 90%. Ja.
Und das macht relativ wenig Sinn. Und da muss man drauf achten. Also, du kannst halt überlegen, es gibt einen Welt-ETF in Anführungszeichen. Ja, der steht so quasi, der deckt alles ab. Dazu gehört der FTSE All World definitiv. Und dann kannst du das immer wieder feiner und feiner aufspalten. Zum Beispiel der FTSE All World, den kannst du aufteilen in FTSE Developed und FTSE Emerging Markets, wenn ich mich nicht irre. Also in diesem hier, den du hast, der die ganze Welt abbildet, hast du circa 90% Industrieländer und 10% Schwellenländer. Du kannst diesen Mix aber auch selbst machen und sagen, ich will ein bisschen mehr Schwellenländer haben, dann profitiere ich von so einer sogenannten Faktorprämie, also der Möglichkeit, ein bisschen mehr Rendite zu haben und kann mir dann die Mischung selbst machen und diesen 10% Schwellenländeranteil ein bisschen hochfahren in meinem Gesamtportfolio. Also es ist halt immer die Frage, will ich Top-Level die ganze Welt einfach so, wie sie ist, oder will ich noch selbst ein bisschen Feinjustierung haben? Ich sehe da gar keinen Widerspruch zu sagen, dass du ein aktives Portfolio hast und zusätzlich noch ein ETF, weil beides hat ja unterschiedliche Ziele quasi. Auf der einen Seite hast du ja das Thema Altersvorsorge. Dein ETF ist ja für deine Altersvorsorge, hast du ja gesagt. Und das andere, ich meine, ich verfolge auch deinen Kanal, ist ja eher für deine finanzielle Freiheit. Ja. Das heißt, du bist ja bereit, quasi mit deinem Einzelaktieninvestment ein höheres Risiko einzugehen. Aber bei der Altersvorsorge willst du eigentlich nicht so spekulieren, sondern da willst du eher so die safe Schiene fahren. Und von daher denke ich, ist das völlig zu vereinbaren. Und ich würde jetzt auch, wie du gesagt hast, kein Feintuning betreiben und sagen, oh mein Gott, ich habe zu viel Microsoft-Exposure. Ich Okay, meine, das sind dann. unterschiedliche Anlageziele und das kann man auch trennen, ne? Da, genau, weil das war halt auch so ein bisschen mein Gedankengang, weil ich mich auch mit dem Thema beschäftigt jetzt habe und mir halt auch gedacht habe, hey, wieso nicht auch eine ganz simple oder eine relativ simple Lösung und die dann halt halbwegs automatisiert halt über 20, 30, 40 Jahre hinweg. Wir haben jetzt noch ein paar auch Chatfragen. Ich lese jetzt einfach mal was vor, was ich jetzt Ja, gerade das hier. Dr. Sommerthin der Finanzbranche. Genau, warte mal kurz, ich Da habe. musste ich kurz schmunzeln. Genau, von Whitey Knox vielleicht eher eine allgemeine Frage. Wird man durch ETFs wirklich reich und wenn ja, wie mittel- oder langfristig? Dieselbe Frage kann man auch mit Aktien oder das ETF mit Aktien austauschen. Was ist so deine Meinung dazu? Nein, mit ETFs wirst du nicht reich. Ganz klares Statement an dieser Sache. Reich wirst du durch zwei Sachen, indem du deine Sparquote hochfährst und dein Einkommen hochfährst. Also dein Einkommen hochfährst, davon einen Großteil sparst und das investierst. Du wirst sehen, wenn du mal so ein bisschen analysierst, wie die Menschen sozusagen, wenn man zu ihrem Initialreichtum gekommen sind, ja, also mal so die erste Million oder was auch immer man so als Grenze ansetzt, dann ist es alles durch Einkommen, durch ein eigenes Business oder sowas. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber safe ein verschwindend geringer Teil sind durch Dividenden, Kursgewinne und Zinsen reich geworden. Ja, das kommt dann später, wenn du erstmal ein Vermögen aufgebaut hast, angespart hast, ja, dann kannst du damit reich werden im Sinne, dass du von den Ausschüttungen leben kannst, ja. Aber jetzt zu sagen, ich mache jetzt einen 25-Euro-Sparplan bei der Comdirect, den Vorteil, den wir hier in Deutschland haben, den ihr in der Schweiz leider nicht habt, und dann davon zu träumen, reich zu werden, ist halt ein bisschen utopisch. Aber man kann mit so einem weltweit gestreuten ETF-Portfolio die Renditen erwirtschaften, die der weltweite Aktienmarkt in der Vergangenheit abgeworfen hat. Und das ist real, also nach Inflation, irgendwas zwischen 5 und 7%. Also super rich wirst du alleine durch eine Investition in ETFs vermutlich nicht, ja. Kann ich jetzt nur so unterschreiben, wie du das gesagt hast. Exakt genau so hätte ich es jetzt auch formuliert, ganz ehrlich. Also genau so und nicht anders, so wie du es jetzt gerade gesagt hast. Wir haben auf Instagram auch eine Frage und zwar, Ist gerade angepinnt. genau, MSCI versus FTSE. Ganz ehrlich, ich habe halt eigentlich nur auf die Gebühren geschaut und habe halt so auch viel gelesen, dass Vanguard halt der günstige oder die günstigere Variante ist und man direkt halt eben in den All World investieren kann. Das war dann meine Hauptentscheidung, aber da gibt es sicherlich auch nochmal andere Feinheiten und da kannst du uns sicherlich auch aufklären, oder? Ja, im Grunde, also die sind verschwindend gering. Es gibt eine leicht andere Gewichtung, aber wir haben mal ein Video dazu gemacht, wo wir beides verglichen haben, FTSE All World versus MSCI ACWI. Und die Unterschiede sind verschwindend gering und halt eher weiter. Also die ersten, zum Beispiel die Top 5 Aktien in den beiden Indizes sind genau gleich. Und die machen schon mal ein sehr starkes Gewicht. Ah ja, genau, da hast du ja Dieses schon Video? rausgezoomt. Genau. Das könnt ihr euch Ja, genau, da anschauen. haben wir einfach mal beides verlinkt, genau, oder verglichen. Und im Endeffekt ist genau das, was du sagst. Also ich denke, der große Unterschied ist, MSCI ist so das Schwergewicht im Game.
die sind auch am teuersten. Wenn du ein MSCI, ein ETF auf ein MSCI-Produkt anlegen willst, musst du als ETF-Anbieter richtig Gebühren auf den Tisch legen. Sprich, es wird teurer. Das heißt, ich würde ehrlich gesagt, vielleicht um es abzurappen, gar nicht so sehr auf darauf jetzt mal. Also darauf schauen, MSCI oder FTSE, sondern ehrlich gesagt gucken, was ist meine Anlagestrategie, ich will weltweit abbilden. Und ich bin auf die MSCI-Produkte gegangen, aber es gibt auch noch andere. Es gibt zum Beispiel auch Solactive heißen die? Ja, Solactive, das ist auch ein Indexanbieter, der deutlich weniger bekannt ist und dementsprechend deutlich günstiger. Es gibt zum Beispiel den Arero-Fonds, das ist so ein passiver Fonds, der sich aus diversen ETFs zusammensetzt, beziehungsweise so ein Korb an den Indizes abbildet. Arero steht für Aktien, Renten, also Anleihen und Rohstoffe. Und die hatten auch mal einen Index-Switch durchgeführt. Das heißt, die hatten vorher einen anderen Index verfolgt und sind dann auf Solactis gewechselt, weil das günstiger ist. Vielleicht auch noch mal ein paar Community-Fragen. Short-ETFs Ja, sinnvoll in können wir mal her beantworten, meinst Krisenzeiten? du? Also Short-ETFs, also gibt es in dem Fall auch ETFs, die auf fallende Kurse setzen, wenn ich das richtig verstehe, oder? Weil das wäre ja dann Ja, Short-ETF. genau. Habe ich jetzt bisher noch nicht genauer angeschaut, aber also kannst du vielleicht was dazu sagen, wenn du das auch schon kennst, also Short-ETFs? Ja, im Endeffekt sind Short-ETFs ja nichts anderes als einfach nur ETFs, die auf fallende Kurse setzen. Short heißt ja auf fallende Kurse setzen, Long heißt auf steigende Kurse setzen. Und dementsprechend gibt es auch ETFs, die gebaut sind, auf einen fallenden Kurs zu setzen. Sprich, die machen genau, die spiegeln quasi. Also wenn zum Beispiel der DAX oder der SMI um 1% steigt, dann fällt dieser ETF genau an dem Tag um 1%. Das einzige Problem an der Sache ist, in Anführungszeichen, ist, dass diese genaue Spiegelung nur immer für einen Tag funktioniert. Die ETFs können halt nur Finanzprodukte benutzen, die diese Spiegelung sehr präzise auf eine Eintagesperformance abbilden. Wenn ich also jetzt langfristig da rein investieren möchte, also keine Ahnung, 6 Monate oder sowas, dann funktioniert das nicht mehr genau. Dann habe ich nicht mehr genau dieselbe Rendite in negativ, ja, sondern es ist so eine sogenannte Fahrtabhängigkeit. Und dann verzerrt sich das Ganze so ein bisschen. Von daher sind zum Shorten ETFs meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt die besten Produkte. Ich bin mir sicher, aber ich kenne mich darin auch nicht wirklich gut aus, dass es da im Derivatebereich bessere Produkte gibt. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Okay, wir haben hier einige Fragen zum Thema Dividenden. Und da haben wir ja, unterschiedliche Ansätze, sagen wir es mal so. Vielleicht sage ich da kurz mal, was ich dazu denke, weil ihr seid ja mit Johannes macht ihr immer dienstags den Dividendendienstag, wo ihr verschiedene Dividendentitel euch anschaut und so weiter. Und es ist mir auch aufgefallen, dass gerade, zumindest mal jetzt vor diesem Crash, sind die Leute ja mehr und mehr so auf das Thema Dividenden gegangen. Allerdings ist meine Sicht der Dinge, und danach kannst du ja gerne mal sagen, wie du das siehst, ist Dividenden für mich einfach eine Präferenzfrage und nicht unbedingt eine Sache, wo ich sagen würde, Dividenden sorgen dafür, dass eine Aktie besser performt. Dividendenrendite gehört ja ist ein Kriterium der Unterscheidung Growth-Aktien und Value-Aktien. Und Value-Aktien haben ja eine gewisse, ja, wie soll man sagen, das gibt ja eine Value-Faktor-Prämie, ja, weswegen Value-Aktien jetzt mal auf den langfristigen Mittelwert hingesehen besser performt haben. Allerdings gibt es da keine direkte Korrelation oder ist nicht jede starke Dividendenzahler auch gleichzeitig eine Value-Aktie. Daher ist Dividendeninvestment meiner Meinung nach keine dominante Strategie, so nach dem Motto, wenn ich in Dividendenwerte investiere, dann performt mein Portfolio besser, als wenn ich in ein marktneutrales Portfolio investieren würde. Aber es ist eine Präferenz. Es gibt Leute, die wollen halt diese regelmäßigen Auszahlungen haben, entweder weil sie daraus ihre Rente bauen oder weil es psychologisch interessant ist oder weil sie es zum Beispiel zum Rebalancen benutzen, ja. Du hast mir jetzt genau das, was ich schon die letzten 5 Jahre oder letzten eher 3 Jahre auf YouTube predige, aus dem Mund genommen. Genauso sehe ich das nämlich auch und das sage Ah, ich auch die sorry. ganze Zeit, weil die Leute halt, also ich sag's mal so, ja, also der psychologische Faktor wird so krass unterschätzt von vielen Leuten, ja. Grundsätzlich, ich glaube, dieser psychologische Faktor, dass du dann halt auch noch Dividende bekommst, es wird viele Unternehmen geben, die Dividende durch die Krise hinweg anhalten werden, erhöhen werden und trotzdem Halten noch können. nach der Krise weiterzahlen werden. Das wird es geben. Es wird aber auch Unternehmen geben, die werden die Dividende kürzen oder streichen. Hat es ja bisher schon vor allem in Deutschland auch schon viel gegeben. Es wird beides geben. Ich bin aber dennoch sehr stark davon überzeugt, dass wenn man diese psychologische Komponente mit in Betracht zieht und halt eben Einkommensinvestor ist, ja, also sprich auf eben dieses Dividendeneinkommen setzt, dass man dann viel eher
an Aktien oder an Investments an sich festhält oder weiter investiert, auch in Krisenzeiten, als dass man dann halt eben jetzt auf gut Deutsch die Eier verliert, wenn es dann mal wirklich crasht. Ja, also es ist wirklich ein psychologischer Faktor. Also ich sage einfach so, dass der psychologische Faktor mir viel, viel wertvoller ist, als dass ich jetzt zum Beispiel vielleicht ein halbes Prozent mehr oder ein Prozent mehr Rendite mache, weil ich dann mit Sicherheit oder mit viel höherer Sicherheit weiß, dass ich 40 Jahre lang dranbleibe auf jeden Fall und regelmäßig investiere, komme was wolle, ja. Und das ist halt so ein bisschen auch mein Gedankensatz und Grundsatz. Und ich weiß ja, du bist vielleicht auch viele auf Facebook unterwegs, in den Kommentaren natürlich siehst du ja auch, wie viele Leute sehr, wie soll ich sagen, langsam panisch auch so ein bisschen werden oder Leute, die erst kürzlich angefangen haben und dann auf einmal merken, okay, hey, da ist jetzt wirklich viel Geld auf einmal auf Papier verschwunden. Was mache ich jetzt? Jetzt ist so ein bisschen, okay, ich habe Geld verloren, was mache ich jetzt? Und das Schlimmste, was du dann machen kannst, ist, du bist 20, 30% im Verlust und du hast dann allenfalls einen breit diversifizierten ETF. Jetzt verkaufst du, cashst du aus und dann 5 oder 10 Jahre später haben wir neue All-Time-Highs. Also vielleicht noch Punkt Steuern, Jetzt siehst du mir gut aus. Schön scharf. das ist, glaube ich, in der Schweiz weniger das Problem. Also ja, hast du ja, Kursgewinne sind so gesehen, wenn du nicht als professioneller Trader zählst oder privater Trader zählst, sind Kursgewinne so gesehen steuerfrei. Also das heißt, das wäre dann wahrscheinlich in anderen Ländern, der Fall. Ich glaube, es hat halt auch viel damit zu tun, ob du das Thema gerne hast, wenn du verstehst, was ich meine. Weil Ja, wenn voll. du also wenn du Einzelaktien kaufst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass für dich ETF zu langweilig ist und du halt zum Beispiel Bilanzen lesen willst, einfach Unternehmen anschauen willst, Businessmodelle verstehen willst, vor allem auch, wenn du zum Teil auch Unternehmer bist, ja, dass du auch vielleicht auch nochmal hinter die Kulisse schauen willst von einem Unternehmen wie Microsoft oder irgendwas, ja, oder Walt Disney. Wie machen die ihr Geld? Wie verdienen die ihr Geld? Was ist ihr Businessmodell? Wie sieht das bei ihnen aus? Und dass da halt einfach nochmal Eigeninteresse da ist, nicht nur an den Zahlen, nicht nur an der Rendite, sondern halt eben auch als eine Art Hobby. Ja, also sprich, wenn du einzelne Aktien kaufst oder halt in Einzelaktien investierst, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hochwahrscheinlich, dass dich das Thema an sich interessiert und du das vielleicht auch sowieso anschauen würdest und darum investierst du halt in Einzelaktien. Und bei ETFs ist es mehr so, ja, ich will halt einfach Vermögen langfristig aufbauen oder irgendwie Geld sozusagen inflationssicher langfristig lagern und aber mich ansonsten nicht mehr viel mehr damit beschäftigen, weil ganz ehrlich, wenn du halt mal ein ETF hast, wenn ich jetzt diesen FTSE All World habe und den jetzt die nächsten 20 Jahre jeden Monat manuell bespare, dann muss ich ja nicht jede Woche, jeden Monat auf diesen FTSE All World schauen. Was hat sich jetzt da verändert? Das interessiert mich ja in dem Moment gar nicht mehr. Bei einem Unternehmen muss man vielleicht jedes Jahr mal wieder drüber schauen, bisschen up-to-date sein, was ist jetzt da passiert. Oder ansonsten verpasst man was komplett. Zum Beispiel jetzt aktuell ja auch Luckin Coffee, die haben ja all ihre Aktionäre auf gut Deutsch verarscht zum Beispiel. Solche Sachen eben, da muss man immer up-to-date bleiben, was glaube ich bei einem ETF deutlich weniger der Fall ist, oder? Ja, was du gesagt hast, dass man sich mit dem Thema identifizieren muss, das stimmt. Also im ETF bist du halt eine Abstraktionsstufe höher, wenn du so willst, ja. Ich habe vor kurzem, genau zu sein, gestern mit einem langjährigen Freund von mir telefoniert, der sich mit dem Thema Investment auseinandersetzen wollte und meinte so zu mir, ja, das mit dem ganzen Thema ETF klingt schon logisch für mich, macht Sinn. Allerdings kaufe ich dann so viele Unternehmen ein, wo ich keine Ahnung habe, was die machen, wo ich nicht weiß, ob die überhaupt gut sind. Ich kenne nicht mal deren Produkte und so. Und im Grunde widerspricht das ja auch so ein bisschen dem Ansatz von Warren Buffett, der ja sagt, nie irgendwas kaufen, was man nicht versteht. Ja. Hier muss man sich aber bewusst sein und sagen, wenn ich in ETF investiere, investiere ich nicht in tausende einzelne Aktien oder so. Und sage ich nicht, ich muss jetzt jede einzelne Aktie kennen, sondern mein Ziel ist es, in den Markt zu investieren. Und ich muss einfach nur den Markt verstehen, in den ich investiere. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel in MSCI World oder FTSE All World investiere, muss ich mir bewusst sein, in welche Länder ich investiere oder in wie viele Länder. Und da investiere ich in die Aktien und ich muss wissen, was Aktien sind und was die Risiken von Aktien sind. Zum Beispiel, dass wir im aktuellen Crash 40% vom Höchststand im Februar verloren haben und solche Dinge. Ich muss aber nicht jede einzelne Aktie verstehen. Wenn Leute so einen Anspruch haben, dann verstehe ich das total. Dann sind wir auch wieder im Psychologischen und dann macht es natürlich Sinn, sich intensiver damit zu beschäftigen.
wenn man die Zeit dafür aufwenden will. Ich meine, Aktien zu analysieren, beziehungsweise Unternehmen zu analysieren, habe ich in meiner beruflichen Praxis vorher gemacht. Ja, nichts anderes. Wir haben Unternehmen verkauft. Da hatten wir 4 Monate lang Due Diligence-Prozess. Das heißt, wir haben uns 4 Monate lang nur mit diesem Unternehmen beschäftigt, mit allem drum und dran, haben das Management genervt, 15 Mal am Tag, schickt mir diese Dokumente, schickt mir jene Dokumente. Wir müssen es analysieren. Da ist eine Armee von Anwälten hin, eine Armee von Consultants, von Buchhaltern und was auch immer. Ja. Und um am Ende genau zu wissen, was steckt in diesem Unternehmen drin, wie viel ist es wert, um es dann verkaufen zu können oder kaufen zu können, je nachdem, welche Seite du bist. Und für meine private Anlage möchte ich das aber nicht machen, sondern ich möchte die Zeit halt in meine Firma stecken, in unsere Mission stecken und würde mich nicht damit beschäftigen, jetzt die Jahresberichte von Microsoft oder so zu lesen, weil das ist auch ein großer, ja, wie soll ich sagen, ein Vorwurf, was ich so ein bisschen an die ganzen neuen aktiven Anleger habe, ist, dass es da einen zu starken Herdentrieb gibt. Zum Beispiel in unseren letzten Lives wurden wir ständig gefragt, wie ist mit Shell, wie ist mit Shell, wie ist mit Shell. Shell, vielleicht zum Hintergrund, ist ein Ölproduzent, der extrem also verloren hat und durch die aktuelle Ölkrise und ist ein ziemlich bekannter Dividendentitel. Deswegen haben viele Dividendeninvestoren den im Portfolio und wissen jetzt nicht, wie das mit der Dividende weitergeht. Und das Problem ist halt, dass viele Leute da rein investiert haben, weil sie es auf irgendwelchen Dividenden-Top-Listen gesehen haben, aber nie mal in das Unternehmen reingeguckt haben, nie die Investors-Relation-Seite aufgerufen haben oder irgendwelche Investorenpräsentationen sich angeschaut haben oder Brokers-Meinungen oder solche Dinge. Und das ist halt einfach fahrlässig, weil du investierst dann halt in was und bist dann halt ja, total vom Zufall abhängig. Von daher, wenn du aktiver Investor bist, dann bitte mit Leidenschaft und denk dich in das Thema rein und informier dich. Und dann ist es halt dein Hobby. Das kann ich total nachvollziehen. Wenn du zum Beispiel Ingenieur bist oder so, hast eine entspannte 40-Stunden-Woche und willst dich mal noch in so komplexe Themen reinfuchsen, dann go for it, weißt du? Dann kannst du dir solche Unternehmen unter die Lupe nehmen und dir das privat aneignen. Wenn du aber sagst, ich möchte einfach nur schnell deutlich mehr Gewinn machen, dann sind wir jetzt wie bei den ganzen P2P-Investitionsschafen, in Anführungszeichen, die auf allen YouTube-Kanälen gesehen haben, investieren nicht mehr als X%, aber die sind dann halt hingegangen und haben massive Geldbeträge in P2P investiert und kriegen jetzt total kalte Füße, ja. So, von daher musst du immer wissen, in was du investierst und dich mit deiner Anlagestrategie oder Philosophie zu 100% identifizieren. Und wenn morgen jemand zu dir kommt und sagt, meine Strategie ist eine andere und die ist saugut und die musst du deswegen machen, dann musst du stabil genug sein, in Anführungszeichen, oder überzeugt genug von deiner eigenen Strategie sein, um daran festzuhalten und nicht morgen einem anderen Trend hinterherzulaufen. Und ich denke, das ist viel, viel wichtiger als die Diskussion aktive Fonds, Dividendenstrategie, ETF, passiv, buy and hold. Du musst dich halt einfach für dich das Richtige finden und das durchziehen. Und ob du dann mit der einen oder der anderen 1, 2, 3% mehr machst, spielt im Endeffekt keine Rolle, weil den größten Verlust hast du dadurch, wenn du an der Börse ja, deine Emotionen nicht im Griff hast und einen falschen Moment verkaufst.